Hallo Leute, heute ein neues Video zu eurer Fritzbox. Ich zeige euch heute, wie ihr den WLAN-Gastzugang in eurer Fritzbox einrichten könnt. Ihr geht zunächst auf eure Fritzbox, indem wir den Browser öffnen und entweder Fritzbox eingeben oder die IP-Adresse der Fritzbox. Melden uns dann an. Gehen dann auf WLAN und auf Gastzugang. Dann können wir uns einmal die Inhalte des Gastzugangs anschauen. Einmal gehen wir auf Aktivieren. Nun haben wir einmal den WLAN-Namen, das ist in dem Fall Fritzbox Gastzugang. Dann die Verschlüsselung, also die WLAN-Verschlüsselung, in dem Fall WPA2. Dann das Kennwort, in unserem Fall testweise 1-2-Passwort. Und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten anzuhaken. Wir gehen zunächst die Punkte durch und was da genau passiert. Als Beispiel Protokoll der An- und Abmeldung der Geräte. In dem Fall als Beispiel, wenn man jetzt mehrere Geräte hat, die zum Beispiel von Bekannten, Freunden in dem Gast-WLAN sich mit dem Gast-WLAN verbunden haben, könnt ihr, wenn am Ende des Tages eine Aus ein Protokoll bekommen, wer alles angemeldet war. Im Normalfall ist das zum Beispiel recht interessant für die für Hotels oder ähnliches, um dann so eine Auslastung zu sehen, wie viele Leute sich mal angemeldet haben. Dann der zweite Punkt ist Internetanwendungen beschränken. Das heißt auf gut Deutsch, er kann primär derjenige, der in dem WLAN ist, kann primär nur Surf und E-Mails lesen. Kein VPN oder ähnliches verwenden. Dann dieser Punkt. Vorschaltseite anzeigen kennt man auch von Unify bzw. von Ubiquiti, dass man einen Gastzugang hat mit Nutzungsbedingungen und ähnliches. Somit wird dann automatisch, wenn jemand da ist, und sich verbunden hat, eine Seite angezeigt, in der er bzw. sie sich die Nutzungsbedingungen bestätigen muss und danach weitergeleitet wird auf die jeweilige Seite. Unten dann in dem Fall die Seite, auf die weitergeleitet werden soll. Ob es jetzt eine Webseite ist oder primär im Normalfall die Webseite vom Hotel oder von der Firma. Dann kann man hier noch manuell noch angeben, ob man innerhalb des Gast-WLANs kommunizieren kann, die einzelnen Geräte. Sollte normalerweise ausgeschaltet sein, weil die einzelnen Geräte der verschiedenen Leute, schrägstrich Kunden, sollten nicht angezeigt werden. Zusätzlich kann man hier noch aktivieren, dass das WLAN sich automatisch deaktiviert nach 30 Minuten, aber im Normalfall braucht man das nicht, sondern man hat es dauerhaft offen. Dann gibt es noch ein cooles Feature für Android-Geräte mit der App Fritz App WLAN. Man kann den QR-Code ausdrucken und dann hinlegen und dann können sich diejenigen den QR-Code einscannen und müssen nicht das Kennwort eingeben. So, in dem Fall haben wir jetzt einmal auf Übernehmen gedrückt und dann wäre jetzt schon mal das WLAN eingerichtet. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich euch auch freuen. Dankeschön!